Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ich nehme euch noch ein bisschen durch meinen Abend. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Ja, und ich mache mir jetzt noch was zu essen, packe noch einen Kuchen und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit. Viel Spaß beim Video. Den kleinen Teil habe ich auch mit in der Küche und dann müssen wir zuerst mal das ganze Chaos beseitigen. Gott sei Dank ist schon ein Großteil gespült und ich muss jetzt hauptsächlich mal alles aufräumen. Genau. Dann wollen wir da mal los. Okay, dann habe ich jetzt mal soweit vorbereitet hier alles. Ich muss zuerst in diesem Topf 750 ml Wasser reinfüllen. Das heißt, ich haue jetzt hier erst 500 rein. Was nun gleich heißt, das soll jetzt kochen. Ich hoffe, das Video wird dann nicht allzu lange zu kochlastig. Aber ich werde euch sonst einfach mal rausschneiden. Jetzt haue ich da rein 4 Teelöffel Gemüsebrühe. Ich habe hier so selbstgemachte Gewürzpaste. Da haue ich jetzt 4 Teelöffel rein. 1, 2, 3 und 4. So. Dann brauchen wir noch 2 Teelöffel gelbe Currypaste. Das ist so ein Zeug. Schmeckt gut, ist aber Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, ist scharf. Das heißt, ich werde das etwas reduzieren, 4 Stück stehen. Ich mache immer nur so ein bisschen. Klebt wie Hölle. Und dann wären wir auch bei der Nummer 4. Und dann kommen noch 2 Esslöffel Mango Chutney dazu. Habe ich auch fast immer da. Ich stehe sowieso auf wie asiatisches Zeug. Das Zeug kann man auch super gut. Schaut mal, da geht mein Löffel nicht rein. Das Zeug kann man super gut dafür verwenden, wenn man Käse mag und dann dippen. Ups. So, hauen wir die mal alle rein. Im nächsten, genau, das muss jetzt eben zum Kochen bringen. Währenddessen tue ich jetzt die Tomaten klein schneiden da hinten und dann sieht sie mich so. Jetzt kocht das ordentlich. Ich haue die halbierten Tomaten und die Semi-Nudeln einfach dazu. Das sind jetzt 150 Gramm so Tomaten, so Kirschtomaten oder Cherry-Tomaten, also süßlich schmeckende Tomaten und ungefähr auch so 160 Gramm von diesen Nudeln. Die ziehen ja recht schnell gar. Und das lassen wir jetzt ungefähr 3 Minuten weiter kochen. So, ich habe jetzt die Temperatur runtergenommen. Und jetzt hauen wir als nächstes die Garnelen hinein. Oder Shrimps, was ihr halt da habt. Und dann darf das jetzt eben gar ziehen bei dieser langsam niedrigeren Temperatur. Genau, können wir das einmal ein bisschen runterheben, dass die gar ziehen können. So. So, jetzt sind die 3 Minuten vergangen. Es blubbert noch ein bisschen. Und zum Schluss kommen jetzt eben noch Frühlingszwiebeln hinein. Und
Das wird dann abgeschmeckt mit ein bisschen Zitronensaft und Salz. So, ich habe die schon mal in Ringe geschnitten vorher. Das sind sogar welche aus unserem eigenen Garten. Ich gedacht, die hole ich heute mal. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ich denke, ganz gut. Welchen tut's gut? Die Garnelen müssten gar sein, die Nudeln auch durch. So. Hier habe ich immer Zitronensaft. Das trinke ich ja auch gerne. Da mache ich jetzt einfach was rein. So. Und jetzt würze ich noch ein bisschen mit Salz. Oh, das ist Pfeffer. Nicht schlimm. Schadet auch nicht. So. Dann sind wir soweit fertig. So sieht das jetzt aus. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und danach werde ich weiter aufräumen und sehen wir uns nachher wieder. Mittlerweile ist jetzt schon einige Zeit wieder vergangen. Da ist der kleine Teiler. Die Küche ist soweit aufgeräumt. Nur eben das Ende nicht ganz, aber immerhin. Und da ist der kleine Teiler. Und jetzt wollte ich mal noch schnell das hier aufräumen. Also ich werde das jetzt halt abhängen. Und zusammenlegen und genau, dann mache ich das mal. Dann habe ich die ganze Wäsche einfach auf mein Bett geworfen, damit ich es dort in Ruhe danach zusammenlegen kann. Und da seht ihr jetzt nur rosane Sachen, außer die Korthose, die habe ich aber extra gewaschen. Jetzt könnt ihr mir noch zuschauen, ich lese zuerst immer die Socken raus. Und dann habe ich mich überlegt, wie soll ich denn das jetzt zusammenlegen? Ah, nee, ich häng's doch lieber auf einen Bügel. Ist irgendwie besser bei diesen Jäckchen. Da weiß man nie, wie man die vernünftig zusammenlegen soll. Dann geht's los mit dem süßen Spieler von der Pia und diesem süßen Stück von Emma. Das muss ich immer noch anprobieren, aber aktuell ist es nicht mehr so schön warm. Und zack, fertig sind wir. So, alles aufgeräumt soweit. Wäscheständer abgeräumt. Dann nehmen wir jetzt den kleinen Mann mal mit. Das geht nicht mit einer Hand. Tut mir leid. Ich muss euch kurz abstellen. So. Dunkel, dunkel. Stell euch direkt ab. Genau, da bekommt jetzt einen Schlafanzug an. Vielleicht ein viel zu groß, aber das ist egal. Vorher gibt es noch schnell eine andere Windel. Lass mal nur kurz schauen, ob ich eine kleine habe. Sieht nicht danach aus. Es dauert nur noch kurz. So, hier liegt noch eine kleinere, oder? Ja, ich habe eine gefunden. Wenn hier keine Riesenwindel liegt und schon viel sie zu Boden. Genau, wir brauchen eben Größe 0. Alles andere ist, geht dem ja bis zum Kinn. Der Anzug wird ihm schon bis sonst wo gehen, ne?
andere Windel. So, das ist die Herstellerin von. Aber ich bin richtig froh, dass ich diesen neuen Körper gekauft habe. Ist viel, viel besser. Er liegt viel besser im Arm, finde ich. Gleich groß ist er, denke ich auch. So, jetzt probieren wir diesen etwas viel zu großen Strampler, den ich als Kind anhatte. Und so groß ist der gar nicht. Ich sage ja manchmal, der Tyler hat gar nicht so viel kürzere Beine wie der Elias. Also nur ein Ticken. Da reichen ja 3 cm. Und er ist halt so extrem dünn, ne? Er hat aber viel kürzere Arme. Oder sagen wir so, da macht es etwas mehr aus. Wo sind die Fingerchen? Da sind die Fingerchen. Und der hat eben einen kürzeren Körper auch noch. Ein Stückelchen. Auch so ein paar Zentimeter, ne? Das sind ja nur 8 cm, wo wir ihn kürzer machen. Das heißt, der Elias hat einen größeren Kopf. Natürlich. Das heißt, da sind 2 cm, dann 3 cm Körper, 3 cm Füße, dann werden wir auf 51 und 42. Sieht ja nicht toll aus. Oh, seht ihr nicht, nur etwas verloren, ne? Aber ja, dieses Teil hatte ich auch an. Also ich war nicht so verloren damals, glaube ich zumindest. Ich habe wohl gut reingepasst. Ah, guck, da ist auch ein Zwickel. Bräuchte man aber nicht. Genau, dann ist er jetzt umgezogen und dann hoffe ich, euch hat diese Art von Video auch mal gefallen, dass ich euch ein bisschen zeige, was ich so koche. Und was ich so mache, wenn ich abends von der Arbeit heimkomme. Das sieht nicht immer so aus. Oft muss ich lernen. Das heißt, nichts mit Filmen, nichts mit Reruns. Genau, ich würde mich viel öfters mit ihnen beschäftigen. Einfach nur, weil es mir Spaß macht, sie umzuziehen. Genau, sie rumzutragen. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!